Wo muss ich denn lang? Ah, okay, gut. Ihr sagtet, ihr würdet das Erz zurückbringen. Eiskalt. Ich habe getan, was ich konnte. Sie, die anderen Stämme wollten nicht hören. Wenn ihr das sagt. Hey, seid ihr die Rote Klinge? Ich habe gehört, dass ihr kommt. Wir wollten den Anführer ein wenig für euch weichklopfen. Das ist nur scheiße, weil halt, du kannst dann nachher dir ein paar Sachen holen. Für jeden, also ich sag das jetzt für jeden, der es nicht weiß. Also halt, es gibt ja diese hellen Punkte und die dunklen Punkte und halt, je nachdem, was du denn nimmst, kannst du dir nachher dann auch Ausrüstung holen von der jeweiligen Seite. Also ich hatte das Problem bei Midi-Ritter, ich habe mal gut dunkel genommen, je nachdem, wie es mir gerade gepasst hat. Dementsprechend hatte ich dann zum Schluss ein kleines Problem, mir um dort irgendwelche Sachen zu holen. Ob ich das jetzt hier auch mache, weil es geht ja eigentlich nur darum. Ach komm, ich mach das jetzt hier einfach. Es geht ja auch darum, man muss ja auch eigentlich das sagen, was man jetzt selber hält eigentlich schon in der Situation. Also jetzt hier zum Beispiel vielleicht das nicht okay, dass wir den hier zusammenschlagen, obwohl das ziemlich lustig aussah. Klar. Er sieht ja auch wirklich furchterregend aus. Verschwindet von hier. Ja? Gut. Ruft uns, wenn ihr uns braucht. Nee, Mann. Ich bin Odef von den Evoki, Anführer der Wurm, heiliger Hüter der Geschichten. Ich grüße euch in Frieden und ich bin dankbar. Geht es euch gut? Braucht ihr einen Arzt? Nein, danke, aber nein. Ihr seid wohl wegen der Erze gekommen. Ich schwöre, einer der anderen Stämme hat eure Lieferung angegriffen. Evoki, die keinen Frieden wollen. Dafür, dass Nemro so viel für uns getan hat, sprach ich mit meinen fehlgeleiteten Brüdern. Aber sie werden Nemros Metalle nicht zurückgeben. Schon gut. Ihr habt euer Bestes gegeben. Was lief schief? Die Stämme... Sie haben die Lieferung gestohlen, um die Hutten zu ärgern und es selbst zu verwenden. Sie werden Waffen bauen, Maschinen. Sie haben die Metalle zu ihrem großen Dorf in den Sümpfen gebracht. Und dort kommt allerhöchstens ein Tier oder ein Schatten hinein. Sucht die Lieferung dort, wenn ihr wollt. Klaro. Danke, ihr wart eine große Hilfe. Ich leiste nur meinen Beitrag. Ich will nur Frieden. Ach, ich finde das schon irgendwie lustig, wie sich die liebe Sean, die hier... Wie die sich erstmal für dieses arme Geschöpf hier einsetzt. Ach ja. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir quatschen jetzt mal mit dem einen Typen. Der anscheinend auf der anderen Seite ist. Ich versuche mal, ob wir hier hochkommen. Und es sieht anscheinend so aus. So. Ich finde das jetzt eigentlich richtig gut, dass es nicht mehr so ruckelt. Na gut, es ruckelt manchmal so an ein paar Stellen, aber ich finde, das kann man jetzt verkraften. Auf jeden Fall nicht so schlimm wie letztes Mal. Und bist du... Okay, gut. So, dann quatschen wir mit... Wie heißt der? Donal. So, Donal, rede mit mir. Los. Hey, Donal. Ich werde sie umbringen. Ich werde sie umbringen. Genau das werde ich tun. Ich werde meinen Blaster nehmen und dann... Oh, tut mir leid, ich wusste nicht, dass ihr hier seid. Bitte, ich habe nichts mehr, was ich euch geben kann. Ich habe mein Schutzgeld schon bezahlt. Bitte. Ich will euch nichts tun. Hört zu, Donal. Sie sieht nicht so aus, als wäre sie eine von Fatras Schlägern. Vielleicht kann sie uns helfen. Immer langsam. Ich melde mich für nichts freiwillig.
Vor ein paar Monaten haben mein Bruder und seine Familie eine Farm am anderen Ende des Sumpfes gegründet, in der Nähe von Fatras Palast. Aber als er diesen schleimigen Hutten das Schutzgeld nicht zahlen konnte, hat dieser Fatra seine Schläger geschickt, um ihn und seine Familie umzubringen. Deswegen sollte man niemals einem Hutten vertrauen. Vertrauen? Es ging dabei nicht um Vertrauen. Es ging um Erpressung. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Jetzt haben sich Fatras Schläger in der Farm meines Bruders eingenistet. Sie haben meinen Bruder nicht einmal beerdigt. Haben seine Leiche einfach den Vögeln überlassen. Ich bitte euch, wir sind keine Kämpfer. Aber jemand muss Fatras Schlägern Einhalt gebieten. Rache ist meine Spezialität. Oh, vielen Dank. Hört zu, ich habe nichts, was ich euch geben könnte. Aber mein Bruder hat eine Kiste mit Wertgegenständen in seinem Haus versteckt, für schlechte Zeiten. Es gibt einen Trick, um sie zu öffnen. Also bringt sie zurück zu mir als Beweis, dass ihr an Fatras Schlägern Rache genommen habt. Dann sperre ich sie für euch auf. Ich kümmere mich darum. Ich danke euch. Es wird meinen Bruder nicht zurückbringen. Aber vielleicht wird es diesen Schlägern zeigen, dass die Bewohner von Hotta nicht so machtlos sind, wie sie denken. Die Farm meines Bruders ist in der Nähe von Fatras Palast. Er hat die Kiste in den Dachsparren versteckt. Bringt sie zu mir, dann werde ich sie für euch öffnen. Der Inhalt gehört euch. Hallo Leute, hier ist nochmal der Supergood-Smack. Ich habe nämlich ein kleines Problem. Meine Audiodatei ist abgeschmiert zu diesem Zeitpunkt. Komischerweise war es nur ein kleiner Teil. Und irgendwie nach diesem Part müsste eigentlich alles wieder funktionieren. Also relativ merkwürdig. Wenn jemand weiß, was es sein könnte, schreibt mich mal bitte persönlich an, weil ich finde das schon höchst beunruhigend und ich habe die Sorge, dass es vielleicht nochmal passiert. Aber irgendwie habe ich ja jetzt schon 2 Stunden schon Borderline aufgenommen und irgendwie ist es nur dieser kleine Teil. Also ich weiß auch nicht, vielleicht hat es ein bisschen rumgespinnt oder weiß der Geier. Also auf jeden Fall werde ich in diesem Part jetzt nochmal alles kommentieren. Im nächsten Part wird da alles wieder okay sein. Und es gibt nur noch wichtige Informationen, die ich euch sagen will. Dann lasse ich euch eigentlich hier in Ruhe und dann machen wir mal daraus ein Gameplay. Ja, also. Es läuft wie folgt. Also ich habe jetzt 2 Stunden aufgenommen. Schon vornherein. Und halt, die werde ich jetzt alle nacheinander 15 Minuten lang immer hochladen. Dann, wenn ich damit fertig bin, wird ein neues Intro kommen, das ich schon vorbereitet habe. Und... Warte, ist gerade mal ein bisschen laut, ich warte kurz. Genau, und dann werde ich nur jeden Tag eine Folge rausbringen. Ungefähr zwischen... Ich warte mal kurz. Sauber. Auf jeden Fall, ich werde dann jeden Tag nur eine Folge rausbringen, die wird ungefähr zwischen 18 und 19 Uhr dann ausgestrahlt. Und halt, dann wird dieses Intro dann da folgen. Also halt, ihr werdet sehen, ich werde es dann nochmal ansprechen in der allerersten Folge. Und halt, dass alles so ein bisschen organisierter ist und ich habe dann noch so ein paar kleine Veränderungen gemacht, aber die werde ich jetzt nicht ansprechen, weil die sind wirklich relativ klein. Und halt die großen, die habe ich ja jetzt erwähnt und ihr werdet es ja dann bestimmt sehen. Und ja, ich werde jetzt gleich aufhören hier aufzunehmen und dann lasse ich das einfach dann so, also wundert euch nicht. Und ja, dann könnt ihr nochmal sehen, was ich mit dem schwarzen Mann mache, weil zu dem werde ich jetzt gehen, das ist jetzt hier die Hauptmission, die ich mache. Und sonst wünsche ich euch noch viel Spaß, wir sehen uns wahrscheinlich in den anderen Parts wieder. Ich hoffe mal, dass da jetzt irgendwie nichts passiert ist, das werdet ihr dann auch sehen. Aber sonst, ja, das war's eigentlich. Also halt, neues Intro. Jetzt habt ihr schon feste Zeiten, wann es läuft. Und, ja, das war eigentlich schon das, was ich hier sagen wollte. Dann viel Spaß und tschüssi.
Schluss mit dem Unsinn! Glaubt ihr, ihr könnt einfach meine Droiden zerstören? Ich bin ein leitender Verwalter der Cherka Corporation! Meinetwegen könntet ihr auch die Königin von Naboo sein. Eure Eltern haben euch wohl nicht beigebracht, wie man mit Respektspersonen umgeht, Mädchen. Ich erwarte, dass ihr mir verratet, warum ihr meinen Jagdausflug stört. Ihr habt die kranke Angewohnheit, die Ohren der Eingeborenen zu sammeln. Ich nehme immer Trophäen meiner Abschüsse mit. Das ist doch der Spaß an der Sache. Ich habe auch Gundak Ohren und Rancor Zähne. Wir wissen doch beide, dass die Evoki nicht mehr wert sind als Ackhunde. Tut nicht so, als ginge es um sie. Ich weiß, wie die Dinge hier auf Hutter laufen. Ich bezahle euch großzügig, wenn ihr mich in Frieden lasst. Aus dieser Sache könnt ihr euch nicht freikaufen. Du liebe Güte! Was wollt ihr denn von mir? Hört auf, meine Zeit zu verschwenden und sagt es schon! Ich will, dass ihr sterbt, kranker Mistkerl. Ihr wagt es!